ist schon. Die Anzeige ist etwas zu kalt, aber scheint durchaus thermostabil zu sein. Dies war nicht die richtige Ecke, meine Freunde. Dies ebenso. Wenig. So, machen wir jetzt nochmal. Ah, schon besser. So lobe ich mir das. Na toll. Einmal in die Brühe getaucht. Zum Glück gibt es einen Leiter hier drüben, das ist sehr schön. So. Immerhin haben wir uns nicht das Leben verkorkst. Dann können wir jetzt auch mal weiter marschieren. Ach, hier drüben hätten wir auch rausgekonnt. Naja, was so ist. Wir kommen endlich weiter. Nachdem wir die Klappe weggesprengt haben, glaube ich. Oh, also nochmal rein in die Brühe. Das Leben ist nicht einfach. So, nochmal bouncen. Halt, vielen Dank, genau. Einmal hier hoch, einmal da. Nein, andere Richtung. Einmal da rüber. Ich glaube, ich mache das nochmal ein bisschen weiter hier. So. Und auf bitte das Tor. Das hat nicht so gut funktioniert. Ich will das Tor öffnen. Das hat besser funktioniert. Nicht. Ach, Mensch, Junge. Die Steuerung, die Steuerung. Gut. Also die Steuerung ist nicht gut. Die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig. Wir finden uns damit ab. Geh rüber. So. Einmal speichern. Und weiter. Ich habe nichts mehr gedrückt. Hört auf. Ich gehe dann mal. Ist vielleicht sicherer, wenn ich hier einfach mal in den Schutzbunker reingehe. So, immerhin haben wir jetzt mal eine ziemlich lange Zeit über Tageslicht gesehen. Und wir kommen zum Hunter-Komplex, wie es mir scheint. Hier wird es durchschlossen. Hey! Das war unfair. Gut, wir gehen nicht dort oben lang. Vergiss Freeman! Ja! Das sieht doch aus, als ob wir hier sein sollten. Willst du mal springen? Ja, danke. Wir gehen aber hier lang, bevor uns die Decke noch überall auf den Kopf fällt. Äußerst sympathisch. Gut. Wir sind im Lambda-Komplex, wollte ich sagen. So. Einfach mal die ganze Tastatur gedrückt. Was haben wir denn da draußen schon wieder für ein Spielzeug? Ach, wie nett! Können wir die dann irgendwie öffnen? Schließen? Sind wir ausgeschaltet? Merci beaucoup! So. Ich glaube, ich speichere lieber nochmal. Bevor wir hier raushüpfen. So. Hier geht es nicht mehr so gut, nehme ich an, oder? Nachdem das Geschütz dich ein wenig. Ja, wie soll ich sagen? Perforiert hat, ne? Genauso perforiert wie der Kerl mich gerade hat. So, das war's einmal für dich. Einmal die Pistole ausgepackt. Dann machst du das auch. Ja, natürlich! Teleportiert sie mir in den Rücken, das ist immer eine schöne Idee. Einmal speichern. Einmal Pistole. Einmal den. So. Einmal speichern. Weiter hinten war noch so einer, oder? So, wir brauchen eine andere Waffe. Gib mir Handgranate. Er lebt noch, natürlich. Die, fucker! So. Ja,
Ja, mit dem Leben, gut. Das hätte man natürlich irgendwie eleganter machen können, aber hey, was soll's. Ich bin halt kein Pro in solchen Spielen. Von daher, akzeptiert. Und ich glaube, wir haben es tatsächlich geschafft, jetzt diese Militärfüllung ein bisschen hinter uns zu lassen. Ich glaube, dass hier überall diese Munition rumliegt, ist ein Zeichen. Wir sollten die vielleicht mal benutzen. Diese Waffe. Aber, ich weiß nicht. Bisher hatte ich noch nicht so das Bedürfnis. Was ist das denn? Hey, wir können es kaputt machen. Ich freue mich. Diese hässlichen Scheißdinger. Ich bin tot! Unglaublich! Ich bin von der Wanze getötet worden. Ach nee. Na gut, dann gucken wir erstmal hier drüben nach. Ja, natürlich. Eieiei, uns geht's nicht mehr so gut. So, den machen wir mal so platt. Wir haben mehrere von diesen Dingern, ne? Lass mich rein, mein Leben. Okay. Ich glaube, ich wechsle mal. Oh ne, ich muss ja erstmal mit der Körper das Ding platt machen. Also, ich vermute zumindest, dass ich das muss. Kleinere Fleischrunde, wir haben noch einen Lebenspunkt. Sehr gut. Wir gehen aber hier lang. Adieu. Ja, wir kommen in einen neuen Bereich und da haben wir unglaublich viel Leben. Ne, Mr. Headcrab? Und wir sind tot. Ups. Sollte man anders lösen. Ich schau noch mal kurz oben nach. Vielleicht finden wir hier noch ein bisschen Leben, ich weiß es nicht. Vielleicht hier lang so. Oh ne, noch so ein Ding. Scheißdreck. Ich glaube, wir sollten mal eine Waffe nehmen, die ein bisschen was abhält. Leben! So, das war's leider schon wieder mit dem Leben. So, speichern wir mal und dann schauen wir mal, dass wir dieses kleine Viechzeug platt kriegen. Explodieren die irgendwann? Mir scheint bald so. Run! Oh Gott, die verfolgen mich ja! Hilfe! Zu Hilf! So, was tun wir denn da? Wir rennen einfach wieder hier hoch, wo sie mir nicht hinterherkommen wollen, aus welchem Grund auch immer, und warten, bis sie explodiert sind. Das ist eine gute Methode. So. Ja, war. Ist jetzt auf jeden Fall besser als vorher noch. Vom Leben her und so. Oh, noch so ein Ding. Selbe Taktik wie vorher. Es klingt total ungesund. Ah, sie kommen von hier aus und wollen dann hochhüpfen. Das ist natürlich doof für sie. Aber freut mich, dass sie eine relativ kurze Lebensdauer haben. So, können wir jetzt mal hier lang gehen, ohne dass weitere dieser Dinger kommen? Oh, nicht doch. Ich probiere mal die neue Waffe aus. Also, so mehr ist ja mittlerweile nicht mehr. Wobei ich kann natürlich auch einfach... So, da kann ich mir das sparen. Nein! Schnell hier hoch! Das ist meine neue sichere Zuflucht. Ah, so sicher ist sie doch nicht, wie es scheint. Ah, die folgen mir! Die folgen mir, die Schweinehunde. So. Tückisch, tückisch. Ich könnte doch noch ein bisschen Leben gebrauchen, glaube ich. Mit neuen Lebenspunkten.
geht's nicht so sonderlich gut um mich, glaube ich. Haben wir denn hier irgendwas zum Öffnen? Nee. Lass mich rein! Oh! Eine Tür! Natürlich! Was sonst? Cool. Nur Zeug, das wir nicht brauchen können. Oh nein! Fuck! Immerhin kein Leben verloren. Pfui. Na gut, wir stehen nicht sonderlich gut da. Explodiere, komm schon. Ah! Lauf! Bitch! Lauf in dein Leben! Okay, funktioniert. Alles klar, alles super. Ich glaube, das Positive hieran ist, dass die alle gegen die Wand rennen. Dadurch, dass das ein bisschen verwinkelt ist, dieser Treppenaufgang, scheinen die mir doch immer wieder gegen die Wand zu rennen. Gibt's hier Gegner? Ja! Ich glaube, es ist Zeit für diese Waffe. Die scheint mir ganz gut zu funktionieren. Ich glaube, ich mag die Waffe. Noch einer. Ja, also mit dem Leben sieht es nicht so gut aus, aber zumindest funktioniert die neue Waffe ganz gut. Nehmen wir noch die Muni hier mit. Kann nicht schaden. Und jetzt habe ich irgendwie zwei Wege, die ich gehen kann, habe ich das Gefühl. Oder? Kommt mir das nur so vor? Vielleicht sollten wir mal hier die Crowbar auspacken und ein bisschen Kistenschlagen veranstalten. Das erscheint mir ratsam, wenn gleich auch nicht sehr viel dabei herumkommt. So, wir bleiben erstmal fern vom... Oh, danke schön. Wir bleiben erstmal fern von dem Hüpfen. Gut. Keine weiteren. Ich dachte gerade schon. So, wir speichern und hüpfen. Vor dem Hüpfen immer speichern. So, nochmal. Ja, diesmal hat es auch funktioniert. Die können wir nicht mitnehmen. Zumindest haben wir ein bisschen Leben gewonnen. Hier drüben liegt noch Muni rum. Die nehmen wir auch sehr, sehr gerne mit. Deswegen speichere ich nochmal, bevor ich den Hüpfer mache. Damit wir hier nicht... Ach so, man kann da durchhüpfen. Ja, klar. Ja, klar. Wie sollte es auch anders sein? Ja, da sieht es dann mit dem Leben jetzt wieder ein ganzes Stück besser aus, würde ich sagen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hier nochmal die Ecke zu erkunden. Und wir haben die Erkenntnis gewonnen, dass die kleinen Sackläuse eine sehr kurze Halbwertszeit haben. Achso, stimmt, die Hörer sind so geladen. Wirklich? Ach komm schon, hä? Du hast den Headcrab gerade nicht tot gekriegt, bevor er dich nochmal anhüpft. Ich sehe schon. Wir sollten vielleicht versuchen. Die kleine Drecksau, der hüpft immer da durch. Nicht so gut. Kriege ich das hin, ohne das Teil zu aktivieren, ist die Frage. Nee, ich aktiviere das immer. Shit. Okay, das ist scheiße. Dann machen wir das anders. Dann springen wir hier runter und gehen sofort in Deckung. Besser. Die Frage ist, schaffe ich es, ihn zu töten, ohne dass ich... Nein, ich schaffe es nicht. Doch, von hier aus. So, haben wir es doch geschafft.